Das ist das Haus Wiedenzbuchs, Wohnen und Pflegen im Alter. 100 Bewohnerinnen und Bewohner und etwa 120 Angestellte. Und viel Offenheit, Café Wieden ist für alle zugänglich. Dort trifft man sich, Bewohnerinnen und Bewohner, Besuch, zu einem Schwätzli, bei einem Kaffee, bei einem Gipfeli oder sonst bei irgendetwas. Und man trifft auch Altbekannte wieder. Das Heim strahlt Offenheit aus. Die Heimleiterin Domenica Schneider hier in der Mitte im Gespräch mit einem Bewohner und einer Bewohnerin und einem Besuch. Ja, und mich jetzt interessiert, wie es einem denn so geht in einem Altersheim. Spontan und ohne Absprache habe ich mit zwei Bewohnerinnen geredet und mit einem Bewohner. Zuerst mit dem Josef Hörtli. Josef Hörtli, wie lange sind Sie schon in diesem Heim? Oh, ein Jahr, würde ich sagen. Und vorher sind Sie wo gewesen? Im Eichberg. Und geboren? Geboren bin ich in Appenzell. Appenzell? Ja. Ein Innerrödler? Ja. Ja, aber Sie können den R sagen. Ja. Appenzell, das sagt doch normalerweise kein R, oder schon? Ja, das lernt man halt auch. Aha, aha. Ich bin halt auch lange fort. Aha. In 14 Jahren bin ich fort von daheim, ne? Aha. Und jetzt bin ich, ratet Sie mal. Wie alt? Ja. Ja, wo ist er? Gerade kurz vor dem AHV-Alter. Ja, wie alt denn? 88. Aha. Das macht natürlich jung, wenn man immer in diesen Runden sitzen kann mit diesen verschiedenen Männern und Frauen. Ha? Das ist sehr gut. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut, ja. Ihnen gefällt es hier? Ja. Haben Sie viel Unterhaltung? Ja. Wann stehen Sie denn so auf? Wie sieht denn Ihr Tagesablauf aus? Die Schwester kommt mich wecken. Sie hat dann Zeit zum Morgenessen. Und dann, wenn ich Hunger habe, renne ich sofort nach. Und dann? Und dann, wenn es nicht so pressiert, sagt sie, wir können zuerst duschen. Oh, aha. Ja. Mit der Schwester einmal duschen, das ist schön. Jetzt mal einmal den Rücken fegen, das ist toll. Wird man so richtig verwöhnt, he? Ja, ja, sicher. Sind Sie vorher lang auch so allein gewesen, oder? Ja, ich war halt überall ein bisschen. Ich war im Tessin, im Wallis, im Kanton Bern, im Baselbier, in der Stadt Basel bin ich, im Aargau bin ich. Ja, Herr Golles, was sind denn Sie? Ja. Sie, was sind Sie denn gewesen? Vertreter oder Chauffeur oder? Ja, alles ein bisschen. Aha. Ja, ja, Chauffeur. Ich hatte ein Geschäft und dann bin ich halt überall ein bisschen rumgekommen, ja. Aha. Also so richtig so? Ja, wie gehandelt. Wie gehandelt? Ja. Also das ist das beste Beispiel. Wenn man also Wein trinkt, wird man alt und bleibt gesund. Ja. Ja, 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 ja. Mal aber guten Wein. Ah. Das gute Wein sein. Tun Sie jetzt noch ein bisschen Händeln mit dem Wein? Oder schon? Nein, nicht mehr. Aber Wein trinken? Ja, ich habe noch eigenen. Aha. Vom Rebberg, von meinem Rebberg noch. Wo? Also wo denn, der Rebberg? Der ist, wie soll ich das aber nicht im Eichberg, oder? Nein. Aha, ist weiter weg, he? Ja, ist ja. Ein bisschen weiter. Also müssen wir ja nicht allen Leuten sagen, da geht ja niemand etwas an. So können Sie noch schauen. Ja, genau. Aber das ist noch wichtig in dem Fall, zum gesund bleiben. Was heisst denn das? Also jeden Tag ein Zweierli, oder was? Ja, ja, höchstens. Höchstens? Ja, ja. Sie können noch gut laufen, habe ich gesehen, gell? Ja, ja. Also kein Schwindel, nichts. Nichts. Gesundheitlich tipptopp dran. Tipptopp. Wie sind Sie jetzt gerade auf das Heim hier zu Buchs gekommen? Wie war das? Der Tochtermann wohnt auch zu Buchs. Aha. Und die haben das veranlasst. Der Tochter und dem Sohn nicht wollen zur Last fallen. Ja, ja. Und sagt, sie wissen etwas. Ja. Dann haben sie mich dort vorgestellt. Habe ich gerade rein. Und hat gepasst? Hat mir gepasst. Gut, Sie sind doch auch flexibel, gell? So weit rumkommen natürlich, oder? Haben ja, einiges ja erlebt natürlich. Ja, ja. Was ist so das schönste Erlebnis, wenn Sie so zurückblicken auf Ihr Leben? Gibt es so bestimmte Erlebnisse, die speziell in Erinnerung geblieben sind? Ja, das ist, soll ich das sagen? Eine Reise auf Amerika. Aha. Mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff? Beides braucht, ja, ja. Aha, ja. Und jetzt, wann haben Sie Geburtstag?
Am 5.2. Das heisst, nächstes Jahr, im 20. werden Sie 89? Ja. Und was wäre so ein Wunsch? Ein Wunsch? Was soll ich sagen? Eine Reise nach Asien? Ja, Südafrika. Gängten Sie noch gern? Ja. Herrgott, lass noch mal. He? Wo speziell? Ja, einfach überall ein bisschen, ja. Aber sonst so, Sie machen einen ganz zufriedenen Eindruck. Ja. Also tipptopp. He? Was gefällt Ihnen da speziell? Sie erfüllen einem jeden Wunsch. Aha. Das gefällt mir. Sie sorgen für alles. Die Schwester, was ist noch Ihren Wunsch? Was hätten Sie noch gern? Und am Morgen auch wecken, so schön wecken. Es ist dann etwa Zeit für den Morgen. Und so, also so lieb. Also mit anderen Worten, Sie haben es im ganzen Leben nie so schön gehabt wie jetzt hier. Nein, das habe ich nie gehabt. Das ist so schön hier, wirklich. Es ist ein gutes Heim hier. Neu gestellt, alles spontan. Das Miteinander, Betreuerinnen, Betreuer, Bewohnerinnen, Bewohner, das ist über das, was zählt. Man ist herzlich willkommen in diesen offenen Räumen im Altersheim wieder in Bux. Wohnen und Pflegen im Alter. Auch die Emily Grob ist angekommen und hat sich auch für das Interview zur Verfügung gestellt. Emily Grob, hä? Ja. Also, heute, wo wir die Aufnahme machen, Grob Geiger. Von Eisenwaren. Sind Sie noch? Das ist mein Elternhaus. Ja, dann sind Sie eine doppelte Unternehmerin, hä? Ehemals Eisenwaren. Und dann der Mann, der Heinz, natürlich zu einer Reihe, gell? Altendorf, oder? Ja. Doppelte Unternehmerin. Ja. Aber was vielleicht wichtig ist, heute haben Sie Geburtstag, ja, oder? Und sind wie alt? 93. Das darf man wissen. Ja, das ist. Und sind hier noch durchgelaufen, also ohne Rollator, geht es immer gut. Ich brauche viel. Ja, aber dadurch jetzt mit Tung ziehen Sie super gelaufen. Nein. Seit wann sind Sie denn im Heim jetzt hier? Über 3 Jahre. 3 Jahre? 2. Und vorher? Bin ich in der Grünenstrasse in einem Block. Zuerst ja. Haben wir ein Haus gehabt und dann ist der Heinz gestorben. Das war 2001, gell? Ja. Ja. Und dann nachher sind Sie allein dort gewesen? Allein, ja. Und wie erleben Sie jetzt das im Heim seit den letzten 3 Jahren? Es ist schön. Ich bin zufrieden. Und die Leute sind lieb. Flott? Ja. Ja gut, mit Ihnen kann man gar nicht anders sein als lieb, oder? Es kommt wahrscheinlich immer ein bisschen davon, wie man auf Leute zugeht, ja, oder? Ja, selbst schon. Ja. Was ist denn so? Ja. Aber es ist also schön und ich bin zufrieden. Und sie kommen sofort schauen und nachzeigen. Es ist also wirklich schön. Ist jetzt eine saublöde Frage. Ich bin jetzt schon 66, also steht mir irgendwie noch bevor. Aber hat man nicht auch Einzelzimmer? Ja, ich habe ein Einzelzimmer. Also zuerst war es ein Ferienzimmer und dann konnte ich es gerade behalten. Aha, ja. Im 2. Stock. Ja. Also, mein Mann. Ist ja auch gut mit dem Lift und all welchen Wegen. Ja. Das ist gut. Und dann sind wir hier im Restaurant, gell? Ja, also von dem gesehen. Kaffee wieder. Man hat hier immer ein bisschen Kontakt. Ja, ich habe nicht gerne. Ich bin ein bisschen. Ich darf viel lesen und Musik hören. Also, Sepp kann man auch. Wo ist es hier 100 Bewohner? Man kann sich zurückziehen, wenn man will. Oder? Und ich esse hier und am Dienstagmorgen. Geht unten. Ja. Aha. Hier im Haus. Ist es noch ein schönes Turnen? Ja, schön. Streng manchmal, aber ist recht. Das hat mich interessiert. Das hat schon immer interessiert, dass wenn man mal in einem Heim ist, ob man dann noch eine Privatsphäre hat. Also das kann man zurückziehen. Ich gehe nicht viel also runter. Dann lohnt es einem in Ruhe. Ja. Und wenn man nicht ins Wetter, dann drückt man. Ich habe keine Jugend bis jetzt. Und Schelle auch nicht? Nein, aber es gibt, die meisten haben da die schwarzen Uhren und dann können sie drücken und dann kommt die Pflege. Jetzt sind Sie seit 3 Jahren im Heim, also sie haben sich gut akklimatisiert, können auch ein bisschen zurückziehen und so weiter. Wie gestalten Sie denn so den Alltag? Also empfängt das bei Ihnen an? Ja. Guten Morgen essen, 7:30. Das kann man selber auslesen. Das ist alles von
Gipfeli-Brot, wunderbar. Aha. Ja. Aber um 7:30 muss man jung sein? Nein, nein, man muss nicht. Man kann auch später. Aha. Ich kann jedes, wie es will. Bis um 10 Uhr kann man? Ja, bis 9:30, glaube ich. Ja. Ja. Und dann, also, und dann kann man sich dort bedienen? Ja, vorne dran hat es ein Buffet in der Küche dort. Hat man Ihre Wünsche, wo Sie, Sie haben ja vorher allein gelebt und haben allein gekocht? Also. Klar, es ist natürlich nur wieder heim, aber das muss man, kann man noch nie erwarten. Oder? Braucht es am Anfang noch ein bisschen Gewöhnungszeit? Ja, das braucht schon ein bisschen. Ja. Ja. Aber so wie Sie jetzt lachen, wie Sie aufgestellt sind, Sie machen. Ich bin zufrieden. Eben. Ja, na, nein. Aber gell, wenn man so im alten Dorf hier oben ist und ich bin ins Grabs aufgewachsen, gegenüber das Waisenhaus, ja. Man kann sich dann fast nicht vorstellen, dass man nicht umher geht. Dass man umher geht. Ja. Ich kenne natürlich den Herrn Röhrler kennt, oder im Alter und die Bauerei. Ja. Wir sind noch viel in Stütli, oder? Von der Bahnhofstrasse. Und dann war es am Anfang gewesen, weißt du, wo sie dann denkt, so jetzt gehe ich auch dorthin. Braucht schon ein bisschen Überwindung? Ja, nein, ich bin umgekehrt und wie weg war. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist es fertig. Selbst ein kluger Entscheid, ja. Weil das ist noch gefährlich natürlich. Ja. Ja, in dem Fall mit 93, was kann man sagen, wunschlos glücklich? Ja, ja, sicher. Und ein Geschenk wollen Sie auch keins, haben Sie gesagt? Nein. Aber wenn Sie jetzt könnten den Wunsch tun, was wäre es das? Also mit 93 kann man schon anfangen wünschen. Und nachdem es da vielleicht Dominik Schieder, Timeleiter, ein bisschen zuhören, vielleicht, ja? Oh nein, nicht. Ich bin zufrieden. Zufrieden im Haus wieder. Ja, was willst du noch mehr? Toll, wenn man mit so einer Einstellung ins Alter gehen kann. Das sind für mich Vorbilder. Die Geduld, die Zufriedenheit. Toll. Gespannt habe ich dann das Gespräch mit der Albertine Zock aufgenommen. Ich heiße ja. Dina Zock. Ja, Albertine Zock. Ja. In 14 Tagen sind ja, Sie... Ja, heute in 14 Tagen. Ist was los? Ist auch am Montag. Ist was los am 14 Tagen? Was sind Sie denn? Eben Hunderte. Herrgott, noch mal. Ja, das wissen Sie doch. Ja, eben nicht. Man sieht es ja nicht an. Wie lange sind Sie denn schon da im Wiesn? 7 Jahre und einen Monat. Vom Wartau oben nachher? Nein, wir waren im Liechtenstein stationiert. Und bei der Pro, wo der Mann pensioniert wurde, sind wir hierher gekommen, weil es denen vor 40 Jahren hat es denen noch keinen Doktor, keinen Metzger, keinen Bäcker und nichts gehabt. In Schanwald hat man immer müssen. Dann haben wir gesagt, jetzt werden wir immer älter. Vielleicht sind wir auch nicht mehr zu Weg. Wir gehen lieber auf die Buchs, dort haben wir wenigstens einen Doktor und so Zeug. Und Metzger und einen Bäck, ja. Genau. Es ist ja nicht über. Ja, es ja, ist halt ja. Mal. Heute haben sie so viel, sie trampen einander auf den Füßen rum. So viele Doktor haben sie. Haben sie ja, aber ich glaube, Sie haben einen guten Zug gemacht, dass Sie da durchgekommen sind. Ja, das Geld haben wir ja sowieso auch von der Schweiz, oder? Weil eben. Der Mann beim Zoll war. Genau. Und dann haben wir gefunden, du sind wir noch zu Weg gewesen, wo wir bei der Pensionierung sind wir beide gut zu Weg gewesen. Aber wie lange es das geht, weiss man ja nicht, oder? Ja, ja. Und haben wir gefunden, da hätten wir wenigstens aber der Zock war auch beim Zoll gewesen, dort, beim Schanwald. Aber eigentlich war er ein Wartauer, gewesen, oder? Ja, er ist von der Wartau, der Mann. Ja, eben. Aber, und Sie ist auch ein Wartauer? Nein, ich bin Innerschweizerin. Das hört man aber nicht. Ja, aufgewachsen, darf ich fast nicht sagen, wo ich gesehen bin. Ja, wo denn? Im Pfäfers. Ja, ja gut, ich weiß, Seb ist aber ein schöner Ort von der Aussicht her. Ja, ein kleines Armsdorf. Ja. Tu es mal. An der 19. Ich will nach dem Krieg. Ja. Ist schon schlimm gewesen. Ja. Wie gefällt es Ihnen da jetzt im Heim? Ja, jetzt bin ich schon so lange da. Ich weiß, mir gefällt es gut. Ich habe ja alles. Ich habe ein schönes Zimmer. Und habe Pflege. Also ich meine, ich muss es so sagen, ich habe viele Monate nichts und habe immer die gleichen Pillen und habe es gut.
Ja, aber brauchen Sie für Pillen? Brauchen Sie Pillen? Ja, ja, am Morgen habe ich alle. Aha. Und ich muss nachher ein bisschen laufen und nachher liegen. Aber ich habe vorher gesehen, Sie sind daher gelaufen wie ein Junge, ohne Rollator, nichts. Ich laufe halt jede freie Minute. Aha. Wenn ich nicht mehr laufe und ablege, dann ist schnell fertig. Aha. Sind Sie schon immer ein bisschen sportlich gewesen, oder? Nicht unbedingt. Einfach immer etwas suchen. Ja, ich bin jetzt 66. Mich würde es interessieren, was muss ich machen, dass ich auch 100 werde? Ja, das war, also ich habe nie getrunken und nie geraucht. Oh. Aber das weiss ich nicht, ob das etwas ausmacht. Habe ich schlechte Chancen? Ich habe etwas getrunken und geraucht. Meinst du, keine Chance mehr für mich? Dann sagt mir einfach nichts. Kaffee trinken? Am Morgen, aber sonst den ganzen Tag nie. Einfach seriös leben, laufen, nicht trinken. Nein, nicht aber rauchen. Viel liegen. Ich tue halt viel liegen. Ja. Und kann gut schlafen und bin zufrieden und zu essen. Essen tue ich halt gar alles, was auf den Tisch kommt. Ja. Überhaupt alles. Also dort wäre ich auch dabei, beim Essen. Ich würde ja alles essen, was auf den Tisch kommt. Ja, ja. Es hat auch viel derer, die immer reklamieren. Also das Essen ist gut? Ich bin zufrieden. Ja. Es ist schon ein mal etwas, was einem nicht so zusagt, aber das macht nichts. Was machen Sie? Also, wie sieht Ihr Tagesablauf aus? Ja, ich weiß ja nicht, ob Sie das wissen, wenn der morgen um 7 Uhr stand ich auf, Alltag. Und dann muss ich noch das Augentröpfchen jeden oder grünen Star. Die machen Sie selber die Augentröpfchen? Ja, ja. Schon? Und was man sonst so noch muss. Ja. Und am Morgen tue ich mich nie schön anlegen. Erst wenn ich am 10 Uhr, wenn meine Tochter anruft von Basel, tue mir eine Weile reden. Sie weiß natürlich mehr als ich. Ich weiß bis um 10 Uhr noch nichts. Und dann nachher tue ich mich anlegen auf den Mittag. Alltag etwas anderes. Aha. Aber alles alte Sachen. Ja. Ja, als nur als Zeug. In diesen vielen Jahren. Ja, aber jetzt mal ehrlich, also Frau Zock, Sie sind schon ein kleines bisschen Mode bewusst. Immer noch. Ja, nein, einfach also noch für die, die mit mir am Tisch sind, noch einigermaßen gut ausgesehen. Ja, halt einigermaßen. Aber Frisur, Sie sind sehr gepflegt. Also. Man macht halt, was man kann. Das machen die alle. Aber ich glaube, das ist noch wichtig, dass man das macht, was man kann. Dass man sich nicht aufgibt, dass man einfach immer dranbleibt. Ja, und ich bin so zufrieden. Ich habe ja, weil ich nie tut es mir weh. Schlafen kann ich wunderbar. Außer am Moment, ich tue nicht am Nachmittag essen, den ganzen Nachmittag. Aha. Und dann kann ich in der Nacht nicht schlafen. Das tut mich dann aufregen. Wissen Sie, warum? Weil Sie nicht verlieren können? Nein, wohl. Das ist ja nur ein Spiel. Aha, okay, gut. Aber ich habe jetzt angefangen, dass man so ein bisschen Wunderbalsam oder etwas gerne an dem Tag. Sonst will ich nichts. Ja. Nur an dem Tag, als ich denke, hat ja keinen Wert, wenn ich bis um 3, 4 in der Nacht wach bin. Genau, ja. Das ist dann mühsam. Nein, ja. Gut, jetzt werden Sie also in 14 Tagen, wir haben jetzt so Ende Mai, wann haben Sie genau Geburtstag? Eben heute in 14 Tagen. Ja, wann ist das auf ein Datum? Montag, eben Pfingstmontag. Und was für einen Tag, was für einen Juni? Der wie viel? Der 10. Der 10. Der 9. ist Pfingsten. Jawohl. Und der 10. ist Pfingstmäntig. Jawohl. Und der Kader hat alles frei bis am Dienstag. Heula. Und jetzt haben wir hier kein Fest. Aber einen Wunsch hätten Sie noch. Was wollen Sie am 10. Juni? Eben, die Tochter kommt mich holen auf Basel. Aha. Meine Leute sind alle in Basel. Ja. Und dann kommt sie mich holen und dann gehen wir mit Santa Kind und alles in die Knie. In Knie? Ja, er hat dann die erste Sendung an dem Tag und fängt mit 14 Tagen bleibt er unten. Aha. Und dann, wir tun immer an meinem Geburtstag etwas machen, wo die Kinder auch Freude haben daran. Ja. Ja. Es nützt ja nichts, nur zu essen. Ja. Ich mag fast nicht mehr viel essen.
Also mit anderen Worten, Sie sind wunschlos glücklich. So, ich bin zufrieden. Ich habe auch keinen Wunsch. Ich bin wirklich zufrieden. Und tut mir nie weh. Und ich bin noch eigenständig, wie soll ich sagen. Meine Tochter hat ja ein Haus, ein grosses Haus. Aber zur gleichen Zeit, ich hatte dreimal die Lungenentzündung. Zur gleichen Zeit hat sie der Mann 7 Jahre mit 3 Tumor im Kopf gehabt. Ja. Und dann hat er mit 67 müssen sterben. Ja. Und dann hat sie mich nicht auch noch dazu nehmen können. Ja. Da haben sie mich auf Basel nehmen, in so ein Heim. Und ich meinte, haben sie gesagt, sie wollen keine Ausländer, also keine aus einem anderen Kanton. Ja. Und beim anderen hat es geheißen, ich müsste vielleicht ein halbes oder ein Jahr warten. Und nachher, weil ich so lange, weil wir 33 Jahre bei der Pensionierung da waren und ich in allen Vereinen war, oder was gegeben hat, bin ich in den Verein gesehen, also was man tun konnte. Genau, ja. Und dann ist sie mal in der Nacht zu mir gekommen und hat sie gesagt, was hast du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde das nicht, ich weiß nicht recht, ob das gut sei, wenn ich jetzt auf Basel in so ein Heim. Sie sagen schon, sie können mich dann kommen besuchen, aber wenn manchmal können sie. Genau, ja. Ist ja klar. Sie sind ja da. Ich habe mit diesen Telefon ist es jetzt 7 Jahre gegangen. Sie kommt alle Monate mal. Sie macht mir alles schriftlich. Ja. Und ich muss ihr dann einfach Ende im Monat die Rechnungen schicken, wenn sie noch können. Und dann macht sie, was alles muss. Das kann ich schon nicht mehr. Ja. Und auch keine Zeitungen brauche ich auch nicht mehr. Ja. Reklame brauche ich nicht. Und die Köpfe, die in der Zeitung sind, kenne ich nicht einmal. Politiker interessieren, was soll ich mit dem anfangen? Ja. Ehrlich gesagt. Ja. Ich bin zufrieden. Also jetzt, wo die wunderbar Blumen und Studen und alles, wo man hingeht, blüht, alles so herrlich. Und dann sind das alles und die Schneeberge und alles noch an. Das ist nicht selbstverständlich. In dem Fall rundum zufrieden, he? Ich bin zufrieden, ja.